Einen wunderschönen guten Abend allerseits, heute am 27. September 2017. Mein Name Stefan Fredrichowski, wie gewohnt zu dieser Stunde, zu dieser Art von Webinar, wobei wir heute ein klein wenig anderes Webinar haben, wie er sicherlich schon dem Titel auch entnommen hat. Aber natürlich nochmal herzlich willkommen auch im Namen von JFT Brokers, die diese vielen tollen Webinare für uns möglich machen. Ihr wisst, es gibt zahlreiche mittlerweile seit diesem Monat jetzt auch sogar in Französisch, betrifft sicherlich nicht die meisten hier, die hier zuhören, aber die Internationalisierung schreitet voran und von daher gibt es auch immer mehr verschiedene Sprachen der verschiedenen JFD-Webinare. Nur sehr zu empfehlen. Also jetzt in dem Fall muss ich gestehen, Französisch kann ich nicht, aber ich weiß, wer da in Summe redet, und das ist wiederum eine sehr gute Sache. Ja, auch vielen Dank für die Grüße, die hier schon im Chat auch reinpurzeln. Soweit. Also, Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr findet die Aufzeichnung. Da erreichen mich immer wieder mal Fragen: Wie komme ich an die Aufzeichnungen der Webinare? Das ist ganz einfach. Ich habe es jetzt hier nicht vorbereitet, um es unmittelbar zu zeigen. Aber wer bei Google einfach eintippt, JFD YouTube Channel, der landet automatisch an der richtigen Stelle. Und da findet ihr auch sämtliche Aufzeichnungen, nicht nur hier von meinen Webinaren, natürlich auch die von meinen Kollegen. Also ganz einfach zu finden. Und wenn wir schon dabei sind, meine Kontaktadresse seht ihr unten auch nochmal: s.friedrichowski mit meinem komplizierten Nachnamen at jfdbrokers.com. Falls es mal noch weitere Fragen gibt, der eine oder andere hat schon längst mehrfach genutzt, und so soll es auch genau sein. Heute werde ich auch, obwohl wir aber einfach nur über die 5 größten Fehler des diskretionären Tradens reden, zeige ich in Summe 5 Excel-Sheets. Wie wäre es auch anders zu erwarten gewesen, weil ich das eine oder andere auch mal noch zusätzlich erläutern und untermauern möchte von dem, worüber ich hier in der Tat auch rede. Also wie immer gilt das Angebot, wer die haben möchte. Kein Problem, schicke ich gerne zu. Folien sind zum Download bereit. Das kennt ihr. Das kann ich mir per Download bereitstellen. Excel-Sheets leider nicht. Die sind sozusagen forbidden, um sie hier im GoTo-Webinar hochzuladen. Da geht nur PDF. Aber sei es drum. Wir kommen da immer zusammen. Ja, Titel, der ist, glaube ich, selbstredend. Hier schon mal die Folie, während die ich mal immer einmal zeigen muss. Ihr wisst, wir reden über das Traden. Schließlich und endlich, die meisten von euch traden tatsächlich. Auch natürlich, und das wie immer auf eigenes Risiko. Deswegen der sogenannte Risk Disclaimer hier einmal gezeigt, auf den wir immer mal hinweisen müssen. Es ist auch richtig, weil ich möchte nicht nachher unmittelbar für genau eure Trades natürlich verantwortlich sein. Also ihr kennt das. Gut, was haben wir heute vor? Ja, die 5 größten Fehler des diskretionären Tradens. Das ist, auch wenn ich das jetzt insbesondere auf das diskretionäre Traden beziehe, kommen einige der Dinge, die ich heute auch zeige, zum Teil auch aus dem automatisierten Traden, weil man da logischerweise auch wiederum Erkenntnisse gewinnt, und die haben logischerweise auch für das normale diskretionäre Traden eine Auswirkung. Aber das hat ein bisschen was mit Statistik zu tun. Kommen aber natürlich noch im Detail drauf. Das Thema habe ich einfach mal deswegen gewählt und auch ein bisschen provokant so formuliert, weil mir es einfach mal wichtig war. Mich erreichen auch so viele Fragen, genau das hier nochmal ein bisschen zu erläutern, wenn wir über das sogenannte normale Traden reden. Also wenn der ein oder andere vielleicht nicht ganz so vertraut mit dem Wort diskretionäres Traden. Diskretionäres Traden bezeichnet man immer als das, wo man eigentlich einen Chart öffnet, analysiert, nach welchen Guidelines auch immer, und zu einer Trading-Entscheidung kommt. Das ist so die Kurzform, nennt sich dann einfach diskretionäre Traden. Das wirklich, sagen wir mal, der Gegenteil ist dann das vollautomatische Traden, wo man bestimmte Logiken stur anwendet und entsprechende Ansätze verfolgt, wie wir sie hier auch in den Webinaren schon einige zahlreiche auch erläutert haben.
Die Ableitungen, die ich mache, kommen, und auch das will ich mal vorweg sagen, wo das eigentlich jetzt herkommt, wenn ich sage, es gibt die fünf größten Fehler des Tradens oder des diskretionären Tradens. Die Ableitungen, ja, die kommen vor allen Dingen auch aus meiner schlicht und ergreifend persönlichen Erfahrung. Also eigentlich ist es nicht nur ein Jahrzehnt, also es ist in Wahrheit noch länger, nur davor habe ich halt keine CFDs gehandelt. Aber also es sind schlicht und ergreifend meine eigenen Erfahrungen, aus denen ich das ableite, was ich heute erzähle. Aber sind auch, da ich seit einigen Jahren auch schon sehr viel im Coaching verbracht habe, also mit Leute gecoacht habe, um entsprechend Verbesserungen im Traden zu erzielen. Auch gewissermaßen erzähle ich davon einiges. Die einzelnen Leute werden es mir sicherlich nicht übel nehmen, weil ich sowieso keinen bei Namen nenne. Und daraus gibt es auch schöne Schlussfolgerungen. Und wenn ich heute Sachen sage, die man vermeiden soll, nehmt sie einfach mal. Ich will die auch nicht zur 100% Wahrheit erklären, sondern einfach als mehr als Hinweis. Jeder hat seinen eigenen Trading-Stil, von daher trifft auch nicht zwangsläufig alles auf jeden zu. Aber mal einfach auf sich wirken lassen und vielleicht das ein oder andere mit dann für sein Traden auch aufnehmen. Gut, also, und dann habe ich natürlich einfach wie immer ein bisschen allgemeine Statistik, aus dem man ebenfalls schon was ableiten kann. Das nenne ich jetzt hier mal so allgemeine Überlegungen zum Traden. Ich habe bewusst keine echte Auflistung der diversen Fehler hier schon am Anfang gemacht, um auch noch ein bisschen sozusagen die Spannung noch da zu haben. Aber sei es drum. Wir gehen mal gleich rein. Einer der Dinge, die mir selbst schon viel passiert sind und die ich auch gerade auch im Coaching sehr häufig beobachtet habe, ist, bei mir läuft das unter dem Namen, ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt, Overtrading. Was soll das denn heißen? Overtrading soll hier einfach stellvertretend dafür stehen, dass viel zu viele einzelne Trades durchgeführt werden. Genau genommen geht es nicht um mir wirklich um die Trade-Frequenz. Da gibt es kein pauschales Gut oder Schlecht, um Gottes Willen. Nee, was man allerdings in Relation setzen kann und muss, ist das Trading-Volumen im Verhältnis zur Kontogröße. Wir werden das gleich mal an einem Beispiel auch genauer zeigen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir uns mal das Trading-Volumen anschauen. Ihr braucht ja nur in euren MT4 oder wo auch immer ihr genau tradet, schauen. Ihr seht ja die Lot Sizes, die ihr tradet und ihr kennt eure Kontogröße. Und dieses Verhältnis aus Trading-Volumen zu Kontogröße, das muss im Einklang stehen. Und was ich sehr häufig beobachte, ist einfach, und auch selber wirklich schon oft gemacht habe, dass ich einfach viel zu viel getradet habe. Das heißt, ich habe da am Tag meinetwegen meine 20 Trades gemacht. Okay, das ist nichts pauschal schlimm. Also nochmal, ich habe nichts gegen 20 Trades, ich habe auch gar nichts gegen 100 Trades. Aber das Verhältnis des Volumens im Verhältnis zum Konto muss stimmen, weil man kann ja logischerweise nur endlich viel mit den einzelnen Trades auch verdienen. Und jetzt kommt der Punkt, der immer so gerne übersehen wird. Wir haben ja beim Traden nun mal auch Kosten. Ihr kennt den Spruch, den ich hier schon zahlreich gesagt habe: In dem Moment, wo ich meinen Trade eröffne, bin ich instantan im Minus. Das klingt immer so brutal, aber ist nun mal so. In der Millisekunde, wo ich meinen Trade eröffne, zahle ich auf jeden Fall meine Spreads. Und bei kommissionsbasierten Brokern auch die Commission. Wenn das mal verglichen wird mit anderen Brokern, da sind dann einfach die Spreads höher und dafür gibt es dann keine Commission. In Nullternäherung ist das alles ziemlich ähnlich. Also auf die Details will ich auch gar nicht ein. Aber wir haben auf jeden Fall sofort Kosten. Und was hier immer hilft, ist so ein bisschen aus der Unternehmerbrille zu gucken. Kosten müssen ja erstmal wieder reinkommen. Und wenn ich zu viele Kosten verursache, dann bin ich zwangsläufig schnell unprofitabel. Denkt einfach, ihr werdet Ladeninhaber von was auch immer. Wenn euch die Kosten auffressen, dann kriegt ihr sozusagen, was auch immer ihr tut, nicht mal eben den Dreh. Und das führt automatisch dazu, dass wir unprofitabel werden.
Das gilt es natürlich zu vermeiden. Gucken wir uns mal genauer an, was ich da eigentlich meine. Ganz einfaches Excel-Sheet, einfach, da gibt es gar nicht groß zu simulieren oder sonst was, sondern ich will euch nur mal diese Zahlenrelation ein bisschen aufzeigen. Ich mache das mal ein bisschen größer, dann kann ich euch besser hier einmal durch die paar Zahlen leiten, die hier überhaupt nur stehen. Sind im Wesentlichen einfach zur Illustration. Fangen wir mal eben oben an. Stellen wir uns einfach vor, wir haben einen kleinen Account, einen 500-Euro-Account. Okay, why not? Also wir können auch in einem 500-Euro-Account prima traden anfangen. Jetzt habe ich hier mal zwei Inputzahlen mit zusätzlich reingepackt. Nämlich, ich habe einen Spread, den habe ich einfach mal in Bips angenommen, 0,4. Ich habe mich jetzt bewusst nicht auf ganz bestimmte Forex-Paare oder sonst was geeinigt. Ich bin hier eher am unteren Ende. Also Euro, US-Dollar, den kriege ich garantiert für sozusagen diesen Preis. Aber viele, viele andere Währungspaare schon nicht mehr. Aber bleiben wir ruhig mal auf der unteren Seite. Wenn ich also 0,4 Bips Spread habe und ich trade ein Lot, dann verursacht das 4 Euro Kosten. Okay. Dazu kommt natürlich bei einem kommissionsbasierten Broker, hier bei JFD, 5,50 € pro Lot an Commission dazu. Okay, 5,50 €. Heißt, wenn ich also ein Lot trade, dann habe ich in Summe 9,50 € an Kosten. Ich rede gar nicht über den Trade selbst, ob der jetzt profitabel ist oder nicht. Aber jetzt fangen wir mal an zu rechnen und denken mal, okay, wir traden. Ich habe jetzt mal angenommen, wir traden ein Volumen von 0,05 Lot am Tag. Das sind eigentlich ja nur fünf kleine Trades zum Beispiel. Also fünf Trades a 0,01 Lot oder vielleicht auch ein Trade mit 0,05 Lot. Sei es drum. Aber das ist jetzt mein Trading-Volumen. Okay. Verursacht mir also an jedem Tag, weil ich das ja jetzt hier jeden Tag mache, knapp 50 Cent an Kosten. Das macht an Kosten im Jahr, ich habe das ja einfach mit 250 Tagen multipliziert, so nach dem Motto, das sind so in etwa die Anzahl der Handelstage, dann bin ich bei 100, knapp 120 Euro an Kosten. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt setzen wir das mal ins Verhältnis zu unserer Kontogröße. Aha, 24%. Was heißt das? Ich muss also allein 24% Rendite erzielen. Über das Thema Rendite reden wir nachher unter einem ganz anderen Aspekt nochmal. Aber bleiben wir mal bei dem Wortspiel, bei Rendite. Also ich muss 24% Rendite erzielen, um meine Kosten wieder drin zu haben. 24% Rendite. Ihr habt genügend andere Renditearten sicherlich im Kopf, was man auf dem Sparbuch bekommt und und. Das ist schon eine recht stolze Hausnummer. Und was ihr natürlich hier sofort auch, glaube ich, mit mir teilt, naja, 0,05 Lot ist jetzt nur nicht gerade der Hammer. Fünf kleine Trades oder ein etwas größerer. Und das ist genau so ein Punkt, den ich oft sehe, dass Leute sehr viel und dann auch noch mit großem Volumen traden und durchaus in einem solchen Konto wie 500 Euro zum Beispiel 0,2 Lot am Tag traden. Und ihr seht, was hier im Excel-Sheet passiert. Ich muss also schon eine Rendite von 100% erzielen, nur um meine Kosten wieder reinzuholen. Hups, ist vielleicht etwas überraschend. Also mich hat mal diese Rechnung tatsächlich, als ich meinen eigenen Account überprüft habe und einfach mir nur die Summe meiner gezahlten Commissions, die konnte ich ja sowieso sofort sehen, die gezahlten Spreads, die muss man sozusagen nochmal im Nachhinein ausrechnen, aber die sind natürlich auch noch dabei. Das ist schon gewaltig. Und okay, der eine oder andere mag sagen, okay, das ist ja auch jetzt hier nur ein 500-Euro-Konto. Ich habe ein anderes Konto, aber ihr seht sofort, selbst wenn ich hier 1000 Euro eintrage, dann sind es immer noch 50% an Rendite, die ich erzielen muss, um meine Kosten wieder reinzuhaben. Also, erste Lesson, vergesst mir die Kosten nicht und achtet auf beim Traden immer darauf, ob ihr nicht zum Overtrading neigt. Der eine oder andere schreibt mir hier schon gerade, jo, kenne ich, ist mir auch schon zahlreich passiert. Ja, ist in der Tat, ist also etwas Elementares. Kosten des Tradens werden einfach übersehen. Und von daher mein Lösungsansatz, analysiert euch mal selbst. Ihr könnt
einfach so ein Kontoauszug oder ein MT4-Statement einfach mal exportieren und in Excel wiederum importieren und einfach mal eure Commissions summieren. Und ihr könnt eine ähnliche Rechnung machen und packt einfach nochmal ungefähr das gleiche an Spreads drauf. Das ist das, was ihr nämlich auch noch mitbezahlt habt, was euch sozusagen entgangen ist. Und das merkt ihr dann schnell, welche Kosten auch ihr da eigentlich dann sehen werdet. Ich werde schon gefragt, was ist jetzt das richtige Verhältnis? Naja, dazu gibt es natürlich keine pauschale Aussage. Kann ich gar nicht machen. Mir geht es nur darum, dass ihr mal hinterfragt, wenn ihr ein bestimmtes Trading-Resultat in eurem Konto seht, wie viel ist schon an Kosten drauf und habe ich nicht einfach viel zu viele auch Trades, die nachher sogar eine Nullnummer waren und eigentlich nur Kosten verursacht haben. Also das ist dann schon mal ein Hinweis, vielleicht einfach die Trade-Frequenz runterzunehmen. Da jetzt ein pauschales Verhältnis anzugeben, kann ich natürlich nicht, weil wie immer gilt, auch das hier kann ich natürlich alles verdienen. Wenn meine Strategien, wenn mein Trading Ansatz so erfolgreich ist, dass ich das alles hier mit locker wegstecke, dann macht es natürlich nichts. Logisch. Mir geht es nur darum, könnte es nicht sein, dass ihr in Summe vielleicht zu viel tradet und euch dadurch bereits auf die unprofitable Seite bringt? Das ist der ganze Hinweis, den ich hier an der Stelle erstmal bringen möchte. Okay, gehen wir mal weiter. Also, Overtrading vermeiden, analysiert mal euer eigenes Konto. Kann ich nur sehr empfehlen. Übrigens eine Möglichkeit, ihr seht schon mal bei mir ab und zu hier FX Blue, um Sachen besser zu monitoren, ist ebenfalls eine schöne Art. Vor allen Dingen kann man da sein Konto auch wirklich als sogenannte CSV-Datei exportieren. Und dann hat man es viel einfacher, seine Trade-Liste in Excel oder sonst wohin reinzukriegen, als wenn man wirklich mit diesem HTML erstmal noch operiert. Also FX Blue lohnt sich da auf jeden Fall. Gehen wir mal weiter. Das nächste große Thema, das steht nicht umsonst auch in vielen Lehrbüchern. Also ich habe zwar nicht so viele gute Meinungen über viele dieser Lehrbücher, aber ein Thema wird auch immer wieder bearbeitet und das ist das sogenannte Risk Management. Meistens geht es allerdings da erstmal nur um das Formale, nämlich sowas wie, okay, pro Trade riskiere ich ein halbes Prozent oder 1%. Und dann gibt es auch in Internetforen reichlich Diskussionen, was ist nur die richtige Zahl. Da muss ich auch wieder sagen, hängt im Wesentlichen vom Trading-Stil ab, welche Zahl da richtig ist, ob das jetzt eine 0,25, eine 0,5, eine 1%, eine 2% oder sonst was ist. So in der Kante ist sicherlich richtig, aber die genaue Zahl ist, muss man mit seinem Trading-Stil auch verkoppeln und insbesondere mit seiner Risikobereitschaft. Also eine ganz wichtige Frage des Tradens, die ich auch immer wieder gerne auch im Coaching stelle, ist, wie viel Geld bist du bereit zu verlieren? Ich ernte meistens immer Lacher, wenn ich diese Frage so stelle, aber das ist eine ganz wichtige Frage. Wie viel Geld bin ich bereit zu verlieren? Natürlich reden wir immer nur gerne über Gewinne, aber das ist ebenfalls die Frage, die sich mit dem Risiko nachher beschäftigt. Also mir geht es jetzt weniger um diese Prozentzahl, halbes Prozent oder sonst was. Nee, mir geht es darum, dass man auch das dann wirklich einhält. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, 0,5%, mein Konto ist 1.000 Euro, also kann ich jetzt in meinem nächsten Trade 5 Euro riskieren? Habe ich mich jetzt verrechnet? Nein, 1% sind 10 Euro, 5 Euro. Und diese Zahl jetzt auch wirklich dann tatsächlich einzuhalten. Und jetzt kommt auf das, was gerne falsch gemacht wird. Die erste in meiner Aufzählung hier lasse ich mal gleich beiseite. Davon gehe ich aus, dass ihr da sauber seid. Trading ohne Stop-Loss, also einfach nur einen Trade eingehen und gar keinen Stop-Loss eingeben, ist ein No-Go. Jetzt habe ich das zwar schon Ausnahme noch hingeschrieben und ja, ich will da ganz ehrlich zu sein. Wer ein Lot DAX Long kauft und einfach bereit ist, grob 12.000 Euro auch zu riskieren, der braucht natürlich keinen Stop-Loss eingeben. Klar. Liegt in der Natur der Sache. Unter Null kann der DAX nicht fallen. Das heißt, ich habe einen natürlichen Stop-Loss.
Also wäre eine solche Ausnahme. Eine andere Ausnahme ist natürlich auch die, dass ich vielleicht einfach einen Expert Advisor habe, der ohnehin eingreift, wenn bestimmte Sachen passieren, dann habe ich sowas wie einen virtuellen Stop-Loss. Der ist nur nicht ganz formal hinterlegt. Aber das sind jetzt technische Feinheiten. Was mir wichtig ist, ist, dass wir einen Trade eingehen, der ein gegebenes Risiko hat. Also, mein Beispiel gerade, 5 Euro. 0,5% in meinem 1000-Euro-Account ist halt 5 Euro. Das ist jetzt mein Risiko in Euro und der muss bei euch auf dem Stück Papier stehen. Ihr könnt auch gerne für verschiedene Settings, für verschiedene Strategien unterschiedliche Zahlen benutzen. Das Wichtige daran ist natürlich nur wie immer die Disziplin. Aber plötzlich mal zu sagen, ach ja, mein 1000-Euro-Konto, ich gebe jetzt mal so einen Trade ein, der sieht so gut aus, da riskiere ich auch 100 Euro. No go. Das heißt, hier diese Disziplin zu wahren. Das heißt, also ich persönlich, gehe immer so ein, so vor, ich habe ein Risiko in Euro und ich hole mir zum Beispiel aus dem Chart, und wir werden nachher noch eine andere Methode auch nochmal sehen, einen Stop-Loss-Wert. Und berechne dann meine Lot-Size. Und wenn es dann so ist, dass ich unter die 0,01 Lot komme, na dann fällt der Trade halt weg. Wer mit größerem Konto unterwegs ist, wird das Problem nicht kennen, dass er an die minimale Lot-Size zum Beispiel rankommt. Aber das Wichtige ist überhaupt hier dieses Regelwerk konsequent einzuhalten. Das heißt, ich gehe meinen Trade nur ein, wenn ich das Risiko von dem Trade kenne, und zwar A in Euro und B, dass ich einen Stop-Loss-Wert auch wirklich habe. Machen wir mal zum Beispiel, ich will euch dann zu nämlich auch gleich noch ein kleines Excel-Sheetchen zeigen, indem wir mal eben hier noch einen neuen Chart aufmachen. Fangen wir mal an. Wo ist er denn nun? Wo ist denn jetzt nun mein Euro-US-Dollar, den ich eigentlich haben wollte? Na, dann wird es halt kein Euro-US-Dollar. Dann machen wir gleich was Komplizierteres. Euro, australischer Dollar, US-Dollar. Okay. Machen wir da mal einen Chart auf und überlegen uns mal hier so auf die Schnelle einfach nur einen Trade. Und genau das wäre, by the way, schon wieder der nächste Fehler. Einfach mal eben auf die Schnelle einen Trade überlegt. Sind wir mal ganz ehrlich, das kann nicht gut gehen. Wie soll ich jetzt hier in 2 Minütchen mal eben hier ein Trade machen und dann meinen, mit diesem Trade verdiene ich nachher 100 Euro? Es wäre schön, wenn das immer so wäre, aber ich empfehle immer den Blick eines Unternehmers. Kann ich mir hier in 3 Minuten mal eben 100 Euro verdienen? Ja, klar, weil ich treffe ja dann die Entscheidung und dann läuft der Trade und vielleicht habe ich dann irgendwann tatsächlich einen Plus von 100 Euro. Aber ist das nicht eine Anmaßung? Hier mal eben einen Trade überlegt und dann soll das mal einfach so mein Einkommen machen, meine Gewinne hier machen. Es ist ein bisschen eine Anmaßung, finde ich. Aber da ich den Trade final nicht eingehen werde, kann ich das jetzt hier mal so auf die Schnelle machen. Okay, ich sage jetzt mal einfach Short Trade und sage sogar, ich würde zum Beispiel Market reingehen in den Trade und ich male die Linie jetzt gerade nur rein, damit ich mir die Zahl hier auch ungefähr aufschreiben kann, die 0,78626, weil die brauche ich. Und ich überlege mir jetzt hier einen Stop-Loss. Ich bin hier in einem M15-Chart und mache das mal so eher so nach klassischer Charttechnik und nehme das hier als Stop-Loss-Wert. Preisfrage. Wer von euch kann jetzt instantan meine Lotsgröße ausrechnen, wenn ich meine 5 Euro Risiko einhalten will? Mit diesen zwei Zahlen, 0,78854 als Stop-Loss-Wert und ich gehe den Trade ein bei 0,78626. Das wird mein Trade, ein Short Trade auf australischer Dollar, US-Dollar. Wie groß ist die Lot Size? Und das ist aber das, was wir jetzt tun müssen. Weil wenn ich jetzt diesen Trade einfach so eingehen würde und ich meinetwegen mir überlege, ach ja, 0,02 Lot mit diesen zwei Zahlen, Market rein, Stop Loss dahin, hallo, dann habe ich mir gar nicht vorher überlegt, ob das auch mit meinem Risiko funktioniert. Und genau das passiert zu tausendfach.
Das ist natürlich der falsche Weg. Wir müssen unser Risiko überprüfen. Also die zwei Zahlen habe ich mir gemerkt. Und was ich dann einfach mache, stur. Ich habe dafür natürlich wie immer ein kleines Excel-Sheet. Und genau das machen wir. Also, wir machen einen Forex-Trade. Forex-Trades haben eine Contract-Size von 100.000. Wir brauchen hier einen Wechselkurs. Und zwar, wir wollen einen Trade machen auf australischer Dollar, US-Dollar. Ich bezeichne ja immer gerne Forex-Paare so mit Vornamen, Nachnamen. Also der Nachname von meinem Trade ist US-Dollar. Also brauche ich den Wechselkurs Euro-US-Dollar. Na, der steht so grob bei 1,19. Liege ich da eigentlich richtig? Da muss ich noch mal nachgucken, wo denn überhaupt Euro-US-Dollar ist. Na gut, 1,17,5. 1,17,5. So, mein Entry. Mein Entry, den ich legen wollte, war bei Komma 78626 und mein Stop-Loss war bei Komma 78854 und ich wollte 5 Euro riskieren. Und jetzt habe ich die Antwort. Meine Lot-Size, wenn ich ganz genau meine 5 Euro einhalten wollte, wäre 0,026. Da ich das natürlich nicht traden kann, runde ich ab. Ich runde immer ab, nie auf. Und damit weiß ich, ich kann 0,02 Lot traden und das Risiko meines Trades würde 5 Euro nicht übersteigen. Schließlich und endlich bleibt natürlich, wie alle wissen, spätestens übers Wochenende noch das Gap-Risiko. Aber damit, sage ich jetzt mal einfach, kann ich leben. Und dafür ist zum Beispiel dieses Excel-Sheet einfach da, um mir diese Berechnung einfach abzunehmen. Was muss ich machen, wenn ich andere Währungspaare handle? Habt ihr schon gesehen? Also ich brauche immer den Wechselkurs zum Nachnamen. Also wenn ich zum Beispiel US-Dollar japanischer Yen trade, dann brauche ich den Wechselkurs Euro japanischer Yen. Der muss dann da eingetragen werden. Und wenn ich etwas anderes handeln will, wie zum Beispiel Gold, den DAX oder den S&P 500, dann muss ich hier oben die Contract Size verändern. Ihr findet die Angaben auch unter Spezifikation zu dem jeweiligen Symbol im MT4 und könnt daher die Angaben auch rausnehmen. Wichtig ist auch, ihr findet in den Spezifikationen immer die sogenannte Margin-Währung. Beim DAX ist es dann zum Beispiel der Euro, während der S&P 500 in US-Dollar getradet wird. Wenn ich also hier ein Trade für den S&P 500 mit diesem Excel-Sheet mir berechnen will, brauche ich auch wieder den Wechselkurs Euro-US-Dollar, während für einen DAX-Trade hier einfach eine 1 reinkommt. Und so habe ich jetzt hier mir meine Lotgröße berechnet und bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich gehe nicht den Trade ein, indem ich das vorher mal so abschätze und sage, oh ja, 0,03 Lot, machen wir mal. Nix. Also, aus dem Entry, zum Beispiel auch bei einer Buy-Limit-Order, Buy-Stop-Order, kann ich die Zahl ja definitiv ganz genau angeben. Den Stop-Loss kann ich ebenfalls angeben und dann berechne ich mir die Lot-Size. Ihr seht das mal eben vorneweg, was dieses kleine Excel-Sheetchen noch macht, ist, wenn ich ein CRV vorgebe, dann wird mir hier auch noch der Take-Profit noch mit angezeigt, wo der denn dann zu setzen wäre. Und wenn ich nicht einen Short-Trade mache, dann merkt er das auch noch automatisch aufgrund der Zahlen hier, wo Entry versus Stop-Loss liegt. Also, so kriege ich das Risiko in den Griff, universell für all meine Underlyings und mache definitiv keinen Fehler in der Lot-Size-Bestimmung. Und das heißt, ich gehe auch tatsächlich immer diese Reihenfolge an, die hier gerade stand, nämlich zu sagen, ich nehme mir einen Stop-Loss-Wert, zum Beispiel aus dem Chart und berechne dann die Lot Size und nicht andersherum. Das würde natürlich prinzipiell auch geben. Ich könnte auch die Lot Size vorgeben und dann kommt der Stop-Loss raus. Ich will das ja auch nicht verteufeln, die Vorgehensweise, aber so rum ist es, wie ich es jetzt hier auch gezeigt habe, ist es mir deutlich lieber. Worum das Ganze? Na, um das Risiko einzugrenzen.
Ich will nicht eine Überraschung erleben. Man überlebt ja sowieso noch Überraschungen. Gaps, ihr kennt das, News kommen, die Kurse springen wie wild durch die Gegend, Ausführung ist woanders und was noch sonst alles passieren kann. Also, wir begeben uns zumindest da auf die sichere Seite, wo wir es können. Und das ist hier bei der Angabe dieser ganzen Zahlen. Da wollen wir auf der sicheren Seite sein. Gut, also dieses Excel-Sheetchen gerne auch verteile ich gerne mit. Also Risikomanagement, ganz, ganz wichtig, aber vor allen Dingen diese Zahl, sowas wie 0,5%, die haben schon viele Leute im Kopf, aber sie auch diszipliniert anzuwenden, das ist der Schlüssel. Wir bleiben mal bei den Stop-Lossen. Was wird gerne gemacht? Gerne werden nämlich die Stop-Losse sehr eng gesetzt. Und zwar für meinen Geschmack oft viel zu eng. Warum wird das gemacht? Naja, folgen wir mal meiner Argumentation von gerade. Wenn ich den Stop-Loss natürlich eng setze, das könnte man im Excel-Sheet mal gerade durchsimulieren, geht natürlich meine Lot-Size hoch und bei konstantem Risiko. Und dadurch kriege ich vielleicht auch viel mehr Profite. Das heißt, da schlägt schon so ein bisschen, ich nenne das mal, die Gier durch. Ich rede nicht mich falsch verstehen. Ich klag nicht an, ich rede von mir. Alles selber auch genauso gemacht. Deswegen muss ich auch gerade ganz schön schmunzeln hier. Also da kommt dann die Gier durch. Ich mache den Stop-Loss möglichst eng. Außerdem, wenn der Stop-Loss eng ist, dann kann ich vielleicht auch mehr Trades am Tag eingehen. Jetzt sind wir schon wieder bei dem anderen Thema Overtrading. Und diese Dinge passieren dann gerne. Anderer Grund, also CRV, weil das nochmal gleich ein Thema wird, kommt gleich nochmal genauer. Das andere, warum das gerne gemacht wird, Stop-Losse werden so eng gesetzt. Na, das hat gerne und oft was damit zu tun, dass die Timeframes miteinander vermischt werden. Was meine ich damit? Naja, gut, wir machen so ein Big Picture, Wochenchart, Tageschart, Hourly Chart und schließlich sind wir irgendwann in einem M1-Chart und überlegen uns sozusagen das Feintuning des Trades. So ist dann gerne die Argumentation. Jetzt sind wir halt in unserem M1-Chart und suchen da nach einer markanten Unterstützung, Widerstand, irgendwas und das nehmen wir dann als Stop-Loss. Dabei wollten wir aber eigentlich doch einen Trade zum Beispiel auf dem H4 eingehen. Und glaubt mir, ein Stop-Loss, der aus dem M1-Chart kommt, der kann für den H4-Trade, für einen Trade, der mehrere Stunden dauern soll, der kann nichts taugen. So landet man dann gerne bei ganz engen Stop-Lossen. Wir kommen gleich noch zum CRV, hat dann plötzlich Trades mit wunderbaren CRVs von 10 und 20 und wie auch immer und denkt, das ist gut. Nee, Märkte haben ein natürliches Rauschen. So bezeichne ich das mal gerade hier. Und dieses Rauschen, also einfach dieses Rumgeeier, kickt einen dann in 0, nix, meistens schon nach Minuten aus dem Trade. Okay, dann denkt man sich, ja, vielleicht doch Stop-Loss zu eng gesetzt, nee, und umgekehrt. Ach, dann war das halt nichts. Macht ja nichts, deswegen handle ich ja mit dem CRV von 10. Dann habe ich ja noch weitere Versuche. Also, das Käse. Kommen wir gleich noch genauer zu. Wichtig ist, Stop-Losse nicht zu eng setzen. Jetzt gebe ich euch da mal gleich mehrere Möglichkeiten an, wie man auf Stop-Losse kommt. Den einen Part, den hatten wir schon mal. Den hatten wir mal unter Excel und Statistik, so hieß ungefähr das Webinar, und da hatten wir folgende Auftragung. Was ihr hier seht, ist die typische, und typisch heißt in den letzten 14 Jahren, die typische Bewegung eines Underlyings in Prozent nach x Stunden. Bleiben wir mal bei der obersten Kurve. Die oberste Kurve ist der australische Dollar, japanische Yen. Wie ist sie also zu lesen? Typischerweise hat sich der Kurs nach 50 Stunden, also 2 Tage, um 1,5% bewegt. Nach 20 Stunden ungefähr 1%, nach 2 Stunden ungefähr 0,5% und so weiter und so fort. Ihr seht, wie die Kurve läuft. Mathematisch ist es ziemlich
nah an einer Wurzelfunktion dran, was hier so der Exponent gerade auch nochmal andeutet. Warum zeige ich euch die Kurve nochmal? Ich will euch damit nur ans Herz legen, hier steht, wie sich ein Byte, ein Kurs innerhalb einer bestimmten Zeit typischerweise bewegt. Und jetzt können wir natürlich sofort fragen, okay, wir wollen einen Trade eingehen, der vielleicht so ungefähr einen Tag dauert. Das wäre hier bei dieser Linie, also 24 Stunden. Hier sind es dann 25. Australischer oder japanischer Yen bewegt sich da also typischerweise 1,2%. Preisfrage. Macht es jetzt Sinn, dass ich meinen Stop-Loss auf 0,1% nah dran setze? Es mag Strategien geben, wo das dann vernünftig ist, aber in der Regel kickt mich dann das Rauschen raus. Was ihr also an dem Chart hier gewissermaßen mit seht, ist, wir müssen in Einklang bringen die anvisierte Trade-Dauer mit dem Stop-Loss. Natürlich muss ich jetzt nicht pauschal meinen Stop-Loss hier oberhalb von diesen Kenngrößen sozusagen legen. Das ist falsch. Oder das ist nicht die Antwort. Aber wir dürfen nicht völlig daneben liegen. Soll heißen, wir müssen unsere Timeframe des Trades, damit meine ich nicht zwangsläufig die Timeframe des Charts, auf den wir gucken, aber wir sollten immer eine Erwartungshaltung haben, wie lang denn unser Trade dauern soll. Wir wollen ja nicht, also unter Umständen, außer der Trade ist so angelegt, 3 Wochen auf den Gewinn warten, weil der Trade gar nicht so angelegt ist. Ich habe nichts gegen Trades, die 3 Wochen dauern, kommen wir auch noch zu, um Gottes Willen. Aber ich kann dann nicht mit einem Stop-Loss arbeiten, der hier in dem 0,5% Bereich ist, wenn ich eigentlich einen Trade im Auge habe, der 2, 3 Wochen dauert. Das ist dann definitiv falsch. Übrigens, schnelle Anmerkung, 120 Stunden sind eine Woche. Also hier ist ungefähr eine Woche. Dass man dafür mal so ein Gefühl hat, weil in der Tat ist es das, was wir hier sehen, so knapp 3 Wochen. Was wir übrigens auch noch sehen, Nebenbemerkung 2, unterschiedliche Underlyings haben da schon locker einen Faktor 2 in ihrem typischen Move. Also rausstechen tut australischer Dollar, japanischer Yen nach oben. Der läuft am weitesten innerhalb einer gegebenen Zeit. Während hier unten Euro, Schweizer Franken, Euro, britisches Pfund, naja, ihr seht, der läuft eher gar nicht. Also wesentlich weniger. Ist aber auch natürlich nochmal die zweite wichtige Information. Also Stop-Loss kann man hier sich behelfen. Oder um praktischer zu sein im Chart, machen wir es mal hier nochmal an dem Beispiel, den wir vorhin hatten, wo ich mal einfach hier auf diese zweite grüne Linie gesetzt habe. 2 mögliche Hilfsmittel, um an überhaupt irgendwie vernünftige Stop-Losse zu kommen. Die 2 Hilfsmittel sind zum einen, dass man ein ATR verwendet, und ATR gehe ich allerdings nie hin und nehme so kleine ATR-Perioden, wenn ich dann in Richtung meines Stop-Loss-Bestimmungen gehen will. Hätte ich jetzt hier einen H1-Chart, ist mein kleinster ATR-Wert, den ich überhaupt verwenden würde, eine 24, weil ich immer einen Tag als da drin haben möchte, nehme ich da kleinere Zahlen, laufe ich eigentlich den natürlichen Tagesschwankungen immer so ein bisschen hinterher. Das ist nicht vernünftig. Also 24 oder größer. Jetzt habe ich hier einen M15-Chart. Ich bleibe mal trotzdem bei einer ähnlichen Logik und nehme dann hier eine 96, damit ich hier auch ebenfalls wiederum auf jeden Fall einen kompletten Tag mit drin habe. So, und dann machen wir uns mal, und dann haben wir hier unten unseren ATR. Was ich übrigens meistens mache, damit ich selber mich nicht zu sehr ablenke, nehme ich immer ein festes Minimum und nicht die automatische Skalierung, weil so sieht das nicht mehr, bei weitem nicht mehr so gewackelig aus. So, und wenn wir jetzt hier einen solchen Wert haben, der ist also knapp 0,0007. Typische Stop-Loss-Entfernung, die man nehmen kann, ist ein Dreifaches von diesem ATR.
Würde mich jetzt nicht groß wundern, wenn das auch tatsächlich vielleicht ungefähr dem hier entspricht. Anderer kleiner Möglichkeit, schnell und einfach zu grundlegend erstmal sinnvollen Stopplossen zu kommen, ist, ihr nehmt euch einfach ein Bollinger-Band, macht da ungefähr das Gleiche. Also nehmen wir auch die 96. Und dann gibt es hier diese Abweichung. Das ist ein Multiplikator auf eine Standardabweichung. Könnt ihr mal selber ein Gefühl für entwickeln, wie das aussieht. Und das wären jetzt ebenfalls durchaus sinnvolle Stop-Loss-Werte, die man hier verwenden kann. Das war jetzt mit einem Multiplikator 2. Und wir landen jetzt hier oben als Stop-Loss-Wert. Solche Stop-Loss-Werte vermeiden auf jeden Fall, dass ihr mal eben vom Rauschen rausgekickt werdet. Und genau das ist jetzt für mich hier gerade erstmal das primäre Anliegen. Also, das wären zwei Möglichkeiten, um an sinnvollere Stop-Loss zu kommen. Oder natürlich direkt aus dem Chart. Das ist aber natürlich nochmal dann komplett eigenes Thema. So viel zum Stop-Loss-Setting. Jetzt habe ich schon mehrfach angesprochen, CRV ist natürlich eine ganz wichtige Größe, wenn ich einen Trade eingehe. Das bin ich sofort dabei und das unterschreibe ich auch sofort. Aber, und ihr seht, wie ich die Folie genannt habe, die Mär vom guten CRV. Ich muss gestehen, ich musste erstmal nachgucken, wie man überhaupt Mär korrekt rechtschreibmäßig schreibt, aber das war zumindest die Antwort, die ich gefunden habe. Ja, warum komme ich da drauf? Das Internet ist voll von Statements wie: Oh, dieser Trade, Bomben-CRV, den muss man machen. Den ist der Gewinner-Trade schlechthin. Also es wird immer die Assoziation durchgeführt, dass es ein gutes CRV gibt. Und da ist dann meistens auch noch, je größer, desto besser. Das ist natürlich völliger Bullshit. Es gibt kein gutes CRV. Die Meinung, je größer das CRV, desto besser, ist natürlich ebenfalls komplett daneben. Das hat nichts miteinander zu tun. Also ein Trade ist nicht dadurch besser, dass das CRV größer wird. Was man da immer gerne macht, ist, man verwechselt CRV mit dem tatsächlich zu erzielenden Gewinn. Also in dem Sinne, dass man jetzt auch noch sagt, hey, ja, wir haben ja auch eine gewisse Trefferquote. Ist ja nicht, leider nicht so, dass ich quasi meinen Gewinn einstellen kann. Ich kann zwar meine Zielmarke einstellen für meinen Trade und kriege dann meinetwegen auch ein CRV von 10 oder 20 oder 100 raus. Keine Frage. Aber nur weil die Zahl jetzt größer ist, ist der Trade nicht besser. Weil die fundamentale Eigenschaft heißt lediglich, und was das einzige Statement, was richtig ist, ist das folgende: Je größer das CRV, desto kleiner kann meine Trefferquote sein, um dann trotzdem noch profitabel zu werden. So wird schon ein Schuh draus, weil erst die Kombination aus beiden, nämlich Trefferquote und CRV, macht nachher meine Profitabilität oder Nicht-Profitabilität. Aber es gibt definitiv kein Pauschalstatement, je größer das CRV, desto besser. Kleiner, einfacher Vergleich, Lotterie. Ich spiele zwar kein Lotto, aber ich unterstelle jetzt mal einfach, so ein Lottoschein kostet 10 Euro. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, und ich will, wie das heißt, 6 oder 7 richtige oder 6 plus Zusatzzahl. Und ich sage es mal einfach, 1 Million Gewinn kann ich da kriegen. Ja klar, das Ding hat ein CRV von 100.000. Das ist der Grund, warum so viele Lotto spielen. Natürlich kann es jeder morgen derjenige sein, der den einen Lottoschein abgibt, also 10 Euro investiert und dann anschließend 100.000 Euro, nein, Entschuldige, 1 Million Euro bekommt. CRV, also 100.000, genial. Spiele ich deswegen Lotto? Um Gottes Willen, nein. Die Wahrscheinlichkeit für irgendwie 6 plus Zusatzzahl, ich habe die Zahl auch nicht so ganz im Kopf, ich glaube irgendwie sowas wie 1 zu 147 Millionen oder so ähnlich. Hups. Also, im Sinne einer Trading-Strategie definitiv nicht anzuraten. Muss man das verhindern, morgen Lotto zu spielen? Ich gönne jedem seinen Lottogewinn. Keine Frage. Aber es ist das Gleiche. Also Lotto spielen hat ein wunderbares CRV, aber deswegen ist es nicht pauschal profitabel. Also um Gottes Willen. Die Krux ist noch eine andere. Größere CRVs
führen in der Regel auch zu größeren Drawdowns, also zu größeren Verluststrecken. Das ist etwas, was wahrscheinlich die meisten nicht unbedingt auf dem Radar haben. Das ist auch nochmal kurz gezeigt. Und zwar einfach wieder hier in so einem Excel-Sheet. Ehrlich gesagt ist das ein Excel-Sheet, was wir schon längst schon mal hier hatten. Da geht es um Trefferquote. Ich will jetzt gar nicht so im Detail auf dieses Excel-Sheet eingehen. Alles, was das Excel-Sheet hier macht, ist, ich simuliere 1000 Trades mit einem Konto von 1000 Euro. Jedes Mal ist mein Risiko 10 Euro. Und was ich halt hier eintippen kann, ist sozusagen mein mittlerer Gewinn, mein mittlerer Verlust und meine Trefferquote. Das ist das, was hier Schwelle ist. Also im Moment steht alles auf einer neutralen Strategie. Seht ihr sofort, Trefferquote 50%, mittlerer Gewinn 1, mittlerer Verlust minus 1. Also ist der Erwartungswert genau 0 Euro von dieser Strategie und mein Kontostand nach 1000 Trades sollte immer noch 1000 Euro betragen. Soweit, so gut. Kennt ihr. In der Realität, naja, gucken wir mal. Jetzt habe ich einfach neu gewürfelt und ihr seht, nach 1000 Trades ist mein Konto bei 600 Euro. Ungefähr. Selbst 1000 Trades sind noch nicht eine Statistik, wo man sagen könnte, naja, also nach 1000 Trades ist man halt erstmal irgendwo. Das ist die eine Feststellung. Auf die will ich gar nicht so genau hinaus. Worauf ich will auf was ganz anderes hinaus. Achtet mal bitte auf folgende Zahl. Ich habe hier auch den maximalen Drawdown bestimmt. Der maximale Drawdown ist ja die größte Verluststrecke. Die hat jetzt hier von da bis da stattgefunden. Also, und immer wenn ich hier F9 drücke, dann sehe ich einen neuen maximalen Drawdown. 500 Euro, 220, 290 und. Also ihr seht, welche typischen Zahlen da kommen. Und da die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, will ich ein bisschen abkürzen. Ich mache jetzt eine Strategie mit einem riesigen CRV. Und zwar gehe ich hier gleich mal auf 0,1 und dann muss ich hier eine 9 eintragen. So, wir haben jetzt immer noch, also der Erwartungswert meiner Strategie ist immer noch 0 Euro. Also ich kann damit rechnen, dass nach 1000 Trades mein Kontostand immer noch da ist, wo es vorher war. Zugegeben, liegt natürlich an den Zahlen, die ich hier eingestellt habe. Ich will aber auf was ganz anderes hinaus. Achtet bitte wieder auf den maximalen Drawdown. 780 Euro jetzt gerade. Wir sind zwar hier super im Plus, aber ihr seht auch, welchen Drawdown hier entsteht. Und jetzt 900 Euro. In Wahrheit haben wir uns hier schon längst ruiniert mit unserer Strategie. Das war übrigens, obwohl wir eine Trading-Sequenz fahren, die einen neutralen Erwartungswert hat. Ihr seht, was mit dem maximalen Drawdown passiert. Und das ist eine ganz einfache mathematische Konsequenz. Man könnte auch die Zahl berechnen. Wollte ich jetzt hier nicht machen. Ich wollte es lieber einfach hier durch F9 drücken, einfach mal illustrieren. Je größer mein CRV ist, desto niedriger muss natürlich meine Trefferquote sein, um immer noch Break-Even zu sein. Das habe ich jetzt hier in dem Excel-Sheet quasi so eingestellt. Was aber automatisch passiert ist, dass mein Drawdown, mein typischer Drawdown, größer wird. Und jetzt denken wir mal als normaler Trader. Okay, 1000 Euro Konto, ich riskiere jedes Mal 10 Euro pro Trade. Wenn ich hier so eine Strategie fahre, dann kann es mir halt sein, dass ich mal eben 730 Euro nach Süden laufe. Ups, da gibt wahrscheinlich jeder auf. Kann ich auch nur zu gut verstehen. Obwohl wir jetzt hier in dem Excel-Sheet alles einstellen können und wir wissen, dass wir eine marktneutrale, also nicht eine markt, eine erwartungsneutrale Strategie fahren. Real wollen wir natürlich hier einen Ticken besser sein, also sowas wie 0,11. Jetzt ist zwar mein Erwartungswert so, dass ich auch profitabel bin. Ich sollte eigentlich nach 1000 Trades 2000 Euro, bei 2000 Euro angekommen sein, bin das aber nicht immer. Aber sozusagen in der Häufigkeit laufe ich hier eher nach oben. Ändert aber immer noch nichts daran, dass ich immer noch diesen riesen Drawdown habe. Haltet das also mal im Kopf. Je größer ihr euer CRV macht, desto größer ist auch der zu erwartende Drawdown, den ihr automatisch erleidet. Okay. Ich muss gerade ein bisschen lesen.
Okay, hier kennt sich mir mal noch genauer mit Lotto aus. Vielen Dank für den Hinweis. Also ich weiß nicht genau, wie das mit dem Scheinwerfer funktioniert. Und dann kam jetzt nochmal gerade eine Frage rein, wenn man den Bollinger Band als Stop-Loss nimmt, da hat jemand schon gleich noch deutlich weitergedacht und hat gesagt, okay, ich nehme den auch noch gleich so als Trailing-Stop. Und jetzt kann es natürlich sein, dass mein Bollinger Band hier nach oben läuft und sozusagen theoretisch meinen Stop-Loss wieder vergrößert, um Gottes Willen ja nicht den Stop-Loss nach oben anpassen. Das würde ja dann bedeuten, dass das Risiko plötzlich in Euro steigt. Also das genau nicht. Das ist der initiale Stop-Loss und jetzt liegt es an euch zu fragen, macht ihr mit einem Trailing-Stop, dass ihr den auf Dauer auch hinter euch herzieht, aber immer nur ran, nie weg. Ist sozusagen auch wieder ein No-Go, weil ich ja sonst automatisch sonst plötzlich mein Risiko in Euro für den Trade dann erhöhe. Und das wollen wir natürlich genau nicht. Gut, hui, mir rennt die Zeit hier davon. Also, die Mehr vom guten CRV. Hoffe allein diese, was ich immer so gerne Excel-Gymnastik nenne, hat das nochmal illustriert. Also, je größer das CRV, natürlich ist dann meine Trefferquote, die ich brauche, um wenigstens Break-Even zu bleiben, die ist natürlich dann kleiner. Aber der Drawdown steigt. Und fragt euch auch selbst, ob ihr das jeweils immer bereit seid zu durchleiden. Also jetzt, das Allheilmittel CRV ist also nicht zwangsläufig die 10. Natürlich könnt ihr mit 10 traden, aber euer Drawdown wird garantiert größer. Außer ihr natürlich, ihr habt eine gnadenlos gute Trefferquote. Wie ich jetzt argumentiere, ist rein statistisch. Deswegen habe ich auch gerade immer alles so eingestellt, dass ich eigentlich eine erwartungsneutrale Trade-Sequenz abbilde. Und wie sehr die dann schon immer noch geschwankt hat nach oben und nach unten, habt ihr ja auch gesehen. Also, Lösungsansatz hier. Also jetzt erstmal, es gibt kein gutes oder schlechtes CRV. Hat einfach was mit der Strategie zu tun, die ich da fahre. Von daher gibt es auch von mir kein Pauschalstatement dazu, was denn vielleicht ein gutes sein. Also es gibt Strategien, die fahren auch mit CRV kleiner 1 und sind super. Generell kann man übrigens sagen, dass zum Beispiel solche Strategien gerne nämlich dann von mal so kleinen Spikes auch mal profitieren, nämlich auf der positiven Seite, dass man dadurch gerade den Take-Profit abgeholt wird. Was ich sagen kann, um kleine zusätzliche Hilfestellung mehr allgemeiner Natur zu geben, was ich aus der Erfahrung sagen kann, ist, Trendfolgeansätze brauchen in der Regel ein größeres CRV. Also da ist man mit 1 auf jeden Fall nicht auf der richtigen Seite. Das leitet sich schon ein bisschen daraus ab, dass die Trends in unseren Underlyings eher die Ausnahme und nicht die Regel sind. Damit meine ich jetzt nicht, die sind total selten, um Gottes Willen, aber da gilt eher 70-30. Also 30 Trend, 30% der Zeit Trendphase, 70% kein Trend. Und das führt automatisch dazu, dass wenn ich jetzt einen Trendfolgeansatz fahren will, dann brauche ich eher auch CRVs so in der Gegend von 3. So viel kann ich sagen. Aber nochmal der Hinweis, ein CRV, also ein Trade als gut zu bezeichnen, weil er ein großes CRV hat, das ist so, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Genau. Genau so. Okay. Okay, jetzt wird nochmal gerade darauf hingewiesen. Prima erklärt, aber natürlich braucht man nichtsdestotrotz eine Handelsstrategie. Da ist natürlich, also sozusagen, ich gehe heute nicht auf die einzelnen Strategien ein, aber ich gebe da sofort recht, man braucht einen Ansatz. Nichtsdestotrotz sind all die Hinweise hier nichtsdestotrotz ebenfalls gültig und sollen euch schon mal helfen, auch direkt aus dem Chart heraus die Trades eventuell etwas zu verbessern. Was will ich noch darauf hinweisen? Swap-Kosten. Bitte ja nicht die Swap-Kosten vergessen. Wird gerne immer unter den Tisch fallen lassen. Spätestens nach meiner ersten Folie, als ich darüber geredet habe, dass wir die Kosten nicht vergessen dürfen, wäre eine andere Überschrift dafür gewesen: Trading ist ein Cent-Geschäft, kein Big Money. Die
Jeder träumt immer von dem einen großen Trade, um Gottes Willen. Dann kann man auch gerade so gut Lotterie spielen. Traden ist nun mal die Aneinanderreihung der vielen kleinen Trades. Das heißt, ich muss mir immer Gedanken um meine Kosten machen. Und zu den Kosten, deswegen auch die Aussage, Traden ist eher ein Cent-Geschäft und kein Millionengeschäft, weil die Summe der Cents sind das, was nachher meinen Gewinn darstellt. Jetzt, je nach Trading-Stil, und sicherlich haben wir bei euch auch viele dabei, die eher so auf Tagesebene unterwegs sind. Jetzt gilt es, die Swap-Kosten im Blick zu behalten. Swap-Kosten sind ja diese Finanzierungskosten. Ist fast doch wieder ein eigenes Webinar für nötig, aber in Kürze, naja, wer einen Long-Trade auf dem Indice macht, das zahlt auf jeden Fall immer Geld, die sogenannten Finanzierungskosten. Und beim Forex, ja, hängt es immer davon ab, wie die Zinsmärkte genau sind. Ich habe hier schon mal den Link auch nochmal. Also auf der JFT Homepage findet ihr die immer und überall transparent. Sie sind übrigens auch wieder in den Spezifikationen vorhanden. Welchen Einfluss diese Swap-Kosten haben, will ich euch mal im Account von mir zeigen. Und zwar mal hier ein Blick auf einen Trading-Account. Dieser Trading-Account tradet nämlich daily. Das macht er auch ziemlich gut. Der tradet seit Anfang April und ist auch sehr gut profitabel. Alles prima. Also soweit, so gut. Ich will euch nur mal zeigen, was hier an Kosten mit entsteht. Also hier haben wir die ganze Liste aller Trades. Im Moment sind sie noch nach Datum sortiert. Und naja, ihr seht die Farben, alles Mögliche passiert. Ich will nur mal kurz die Sortierung anders machen. Und zwar mache ich mal kurz die Sortierung nach Swap-Kosten. Und dann sieht das so aus. Also, hier habe ich einen Trade, der führt jetzt die Hitliste an. Ein Trade, der ging grob 2,5 Monate, 3,5 Monate. Und ihr seht oben, was da als Zahl steht. Dieser Trade hat mich 104 Euro an Swap-Kosten gekostet. Der hat zwar einen Gewinn erzielt von knapp 300 Euro, also insofern alles schön, also im grünen Bereich, keine Frage. Aber ihr seht, wie die Relation ist. Ja, was war es natürlich? Also ein Long Trade Euro, australischer Dollar. Der ist halt im Moment auf der Long-Seite extrem teuer. Und ihr seht, okay, die Hitliste der größten Swap-Cost-Verursacher, die ersten 10 waren zwar netto immer noch alles Gewinntrades, soweit so gut, aber ihr seht auch, danach kommt schon der nächste. Und auch die nächsten paar, wo noch neben einem Verlust dann auch noch die ganzen Swap-Kosten alle aufgelaufen sind. Worauf ich im Wesentlichen hinaus will, ist, die sind nicht unerheblich. Guckt euch den ersten, ich bleib mal wieder in der ersten Zeile. 0,07 Lot. Naja, ist nicht gerade wahnsinnig viel. 3,5 Monate gehalten den Trade. Tja, 100 Euro an Swap-Kosten bezahlt. Sollte man im Blick behalten. Genau, hier wird noch hingewiesen, Gold ist zum Beispiel auch fies. Ja, Gold Long Trade sollte auch einen Haufen Kohle kosten. Also, das auf jeden Fall immer im Blick behalten. Was sind meine Kosten des Trades, wenn ich denn längerfristige Trades plane? Und dass das auch zum Positiven sein kann, ist natürlich einfach für mich. Ich gehe einfach auf die andere Seite. Da seht ihr, habe ich einen Haufen Geld verdient, nur aufgrund der Swap-Kosten. Aber eine Ad-hoc-Analyse sagt natürlich, dass hier trotzdem im Schnitt mehr Swap-Kosten als Swap-Gewinne waren. Sie sind aber nicht unerheblich. Aber bleiben wir mal bei den Kosten, weil das ist mir gerade das wichtige Thema. Ich gehe sogar so weit, wer jetzt nicht wie diese Strategie hier, die das ohnehin im Vorfeld schon berücksichtigt, deswegen sage ich mal, kann ich mir leisten, diese Trades auch bei hohen Swap-Kosten einzugehen, weil das Teil der Strategie ist und die auch so mit eingerechnet waren und sind. Ansonsten machen wir uns doch das Leben nicht zu kompliziert. Ich gehe mal zurück auf meine Folie. Gehen wir doch ganz einfach hin und sagen, vermeidet Trades mit starken negativen Swaps. Und ihr findet diese Swap-Kosten auf dieser besagten Internetseite und ihr seht sofort, wie groß die sind. So als Daumenregel könnt ihr immer diese Zahlen nehmen und einfach durch 10 dividieren, dann habt ihr
Nee, braucht dann, entschuldige, das war jetzt ein Fehler von mir. Die Zahlen, die sind nämlich mal in Punkten gerechnet. So, Daumenregel, ihr nehmt die Zahl und das ist die Zahl, die da steht, ist, wenn ihr ein Lot tradet, was euch eine Nacht kostet oder eine Nacht dann an Gewinnen erzielt. Genau genommen muss man auch da wieder die Währung mit reinpacken, aber das so als kleiner Hinweis. Machen wir uns das Leben also nicht zu kompliziert an der Stelle. Wir haben ein herrliches Forex-Universum. Wir können Währungspaare rauf und runter traden. Warum soll ich dann unbedingt, wenn ich jetzt diskretionäres Traden mir anschaue, warum soll ich dann einfach Trades machen mit stark negativen Swaps, also da, wo ich so riesen Kosten habe? Kann ich einfach vermeiden. Das Gute ist, Swap-Kosten ändern sich zwar, und sie ändern sich sogar von jedem Tag zum nächsten Tag, aber sie ändern sich minimalst. Übrigens, zum Ende eines Quartals steigen sie in Summe immer an. Das ist das, was jetzt in den nächsten Tagen noch passiert. Und dann, wenn wir den 1. Oktober haben, beruhigt sich das wieder. Das hat nochmal wieder ganz, ganz andere Gründe. Aber warum also Trades machen, die extrem negative Swaps haben und ich dann einen Trade anvisiere, der mehrere Wochen dauert? Muss ich doch nicht. Es zwingt mich doch keiner. Und das Forex-Universum ist groß genug, um nicht andere genauso gute Chancen in anderen Währungspaaren dann noch zu finden. Du hast gerade gefragt, warum tradest du nicht andersherum? Naja, ich kann natürlich nicht ad hoc, wenn ich jetzt gerade, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was ich hier vorhin auf dem Schirm hatte, mein Short-Trade australischer Dollar, US-Dollar. Ich habe natürlich nicht umsonst gesagt, hier würde ich einen Short-Trade eingehen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, nur weil die Swap-Kosten, ich weiß nicht, wie sie sind, aber ich gucke mal eben nach, nur weil die Swap-Kosten andersrum besser sind, naja, sind sie noch niemals. Also ich bezahle in beide Richtungen hier auf diesem Paar gerade Geld. Und für einen Short-Trade zahle ich sogar noch mehr. Ich kann natürlich nicht nur wegen der Swap-Kosten einfach meinen Trade umdrehen. Also meine Meinung war ja nun mal, das Ding läuft nach Süden. Wenn ich jetzt hier, um wirklich das Beispiel mal zu nehmen, eher auf dem Tageschart unterwegs bin und immer noch meine, ich möchte hier einen Short-Trade machen, dann ist meine Aussage einfach die, ich lasse es sein. Ich mache hier dann halt keinen Short-Trade. Dann nehme ich mir halt ein anderes Währungspaar. Wir werden doch immer fündig. Also selbst wenn wir mal Exoten weglassen, wie irgendwas mit dänischen Kronen und schwedischen Kronen und was es sonst noch alles gibt, wenn ihr bei den sieben Hauptwährungen bleibt, also die sieben Hauptwährungen sind die, die hier bei mir auch immer standardmäßig auftauchen: australischer Dollar, kanadischer Dollar, Schweizer Franken, britisches Pfund, japanischer Yen, neuseeländischer Dollar und US-Dollar. Das sind sieben verschiedene Basiswährungen, die hier, acht, entschuldige, wenn man den Euro mitnimmt, daraus ergeben sich 28 Währungspaare. Ihr findet immer, so grob Daumenregel, ein Drittel, ein Viertel hat positive Swap-Kosten in eine Richtung. Da findet sich immer was. Ich muss dann das eine ja nicht traden, was so besonders negative Swap-Kosten hat. Norwegische Krone ist aber interessant. Naja, aber sicherlich nur in eine Richtung, was Swap-Kosten angeht. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Also gucke ich nochmal an anderer Stelle direkt nach. Und das war auch die Seite, die ich eigentlich hier mit im Blick hatte. Und das ist die Seite direkt bei JFD. Das muss mein Rechner. Der Rechner will ja mit euch kommunizieren, deswegen ist quasi mein Internet direkt dann langsam, weil die Bildschirmübertragung einiges wegzieht. So, und dann haben wir hier, was war das? Euro, norwegische Krone. Euro, norwegische, wo ist er denn jetzt? Da. Oh, also auf keinen Fall, was ist das Erste? Kein Long Trade, der kostet ja Geld ohne Ende. Also wenn dann nur ein Short Trade. Aber ihr seht, ihr braucht nur auf die Zahlen gucken. Es findet sich da immer was, was auch positive Swap-Kosten hat. Ich gehe anders vor. Ich gucke erst in den Chart, suche eine gute Trading-Möglichkeit. Und wenn ich jetzt gerade auf längeren Zeitebenen unterwegs bin, dann werfe ich einen Blick in diese Swap-Tabelle rein und mache einfach die Trades, die
da negativ belastet sind, die mache ich einfach nicht. Lass ich es halt weg. Gut. Wieso zahle ich bei so einer großen Zinsdifferenz wie Euro aus Zahlungsstellung in beide Richtungen Swapkosten? Ist das fair? Puh, die Frage ist berechtigt. Eins kann ich euch gleich dabei sagen. Also die Swapkosten macht nicht der Broker, sondern die Swapkosten macht der Liquiditätsprovider, der dahinter liegt. Also der ist verantwortlich für die Swapkosten. Das wird im Wesentlichen einfach durchgereicht. In der Tat gebe ich recht, dass theoretisch sollte so, also eigentlich sollten immer ein negatives Vorzeichen, ein positives Vorzeichen, Long und Short auftreten. Jetzt ist das aber alles immer sozusagen nach Süden verrutscht, der Mittelwert. Und naja, ich sag mal, meine Ad-hoc-Argumentation ist einfach die, schließlich und endlich gleich mir Geld. Ich finde das ja ohnehin, wenn wir normale Zinssätze hätten, eine verrückte Sache, dass wenn ich einen Short Trade auf dem DAX mache, ich dann jeden Tag eigentlich Geld kriegen soll, finde ich ziemlich komisch und verrückt, auch wenn das so ist. Wenn wir denn wieder normale Zinssätze haben, wäre es auch wieder so. Aus meiner Sicht ist das geliehenes Geld. Das ist jetzt, was ich jetzt sage, ist formal natürlich falsch, wenn ich von einem Short Trade rede, aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich handle über den Hebel viel größere Beträge, als mein Konto es hergibt. Also leihe ich mir Geld. Und wie ist es so, wenn man sich Geld leiht, zahlt man Zinsen. Also das ist meine Ad-hoc-Argumentation. Genau. Andere schreiben ja auch noch, machen sie auch schon so, immer nur da, wo positive Swap-Kosten gemacht werden, sucht jemand auf monatlichem Chart entsprechend seine Chancen. Auch noch da kam der Hinweis, wenn man die Swap-Kosten real umrechnet oder auch die Swap-Gewinne, muss man immer den Währungskurs beachten. Dann der Hinweis, ach, norwegische Krone steigt aber wie bekloppt. Also das heißt doch Long Trade auf Euro in norwegische Krone. Also keine Frage, warum nicht? Nur immer im Blick behalten. Ich möchte nicht, dass ihr sozusagen über Kosten eure Trading-Resultate euch versaut. Ich sagte ja. Die Zeit schreitet mir dahin und jetzt geht auch noch meine Stimme weg. Das war aber nicht mein eigentlicher Ansatz. Wir sind zwar jetzt schon deutlich über der Zeit, ich will aber den einen Punkt auch noch eben noch machen. Nämlich eine Frage, die wird mir auch gerne und oft gestellt. Welche Gewinne kann ich mit Traden erwarten? Also was ist denn hier überhaupt möglich? Und viele gehen natürlich davon aus, dass Traden gleich dem schnellen Reichtum ist. Ist natürlich nicht richtig. Ich will euch da zunächst mal auf ein kleines Problem noch hinweisen. Viele Trader denken immer noch in Prozentrenditen. Das halte ich für falsch. Ich habe nichts, also natürlich bin ich der Prozentrechnung mächtig und weiß, was das bedeutet und. Das ist alles nicht mein Punkt. Aber ich will es euch an einem einfachen Beispiel machen. Stellen wir uns vor, wir haben zwei Trader. Trader A erzielt in einem Jahr 20% Gewinn und hatte mal innerhalb dieses Jahres in Summe mal einen maximalen Drawdown von 50%. Da haben wir einen zweiten Trader, der erzielt plus 10% Gewinn, genau in der gleichen Zeit, ein Jahr, und hatte einen maximalen Drawdown von 5%. Preisfrage. Welcher von den beiden Tradern ist besser, wenn ich es mal so auf diese vier Zahlen reduziere und nichts weiter von den Konten kenne? Braucht man nicht lange überlegen. Trader B. Trader B ist natürlich der bessere. Das ist schon mal ein erster Hinweis darauf, dass Rendite hier bei weitem nicht alles ist. Natürlich hat Trader A mehr Rendite, keine Frage. Trotzdem würde ich mein Geld dem Trader B anvertrauen und nicht Trader A. Was ich halt im Zweifelsfall machen möchte, würde, wenn ich denn bereit bin, auch größere Drawdowns zu akzeptieren, na, dann kann ich ja seine Lotgröße verdoppeln. Also ich verdoppel sozusagen jeden Trade. Dann hätte ich schließlich endlich auch meine zum Beispiel 20% Gewinn und hätte einen Drawdown gehabt von 10%. Und spätestens jetzt wird klar, wenn ich beide auf 20% bringe, dann nehme ich doch lieber den mit dem kleineren Drawdown. Also einfach in Renditen denken, lohnt nicht, ist falsch. Es ist immer um die Frage,
welche Rendite, also welcher Prozentsatz im Verhältnis zu welchem Verlust. Als Verlust nehme ich jetzt hier mal den Drawdown, den man hier erzielen kann. Und das ist natürlich die entscheidende Kenngröße. Prozent Rendite gegen Prozent maximaler Drawdown. Ich muss noch kurz was hier erwähnen, weil jemand darauf hingeweist, wegen dieser vielleicht Unfairness zwischen negativen und positiven Swaps. Kleiner allgemeiner Hinweis. Wer zum Beispiel JFD Broker vergleicht mit einem Market Maker, also einem anderen Broker-Typ, wird feststellen, dass die Swap-Kosten bei dem Market Maker kleiner sind. Also das ist immer und überall so. Hat aber auch einen tieferen Grund, weil der Market Maker hält ja die Trades nicht wirklich. Also der verrechnet die ja alle gegeneinander. Das heißt, also das ist das Mindeste, was er macht. Noch andere Sachen kann er auch noch machen, will ich jetzt aber nicht vertiefen. Diesen Vorteil gibt er auch tatsächlich zum Teil weiter. Aber vergesst bitte nicht, was sonst noch alles durchaus auch zum Traden mit dazu gehört. Swap-Kosten sind nur eins. Was natürlich mit reinspielt, ist Präzision der Orderausführung, Präzision der Kurse. Wie groß ist die Spread-Aufweitung gerade um Mitternacht? Wie ist es mit Slippage, positiv wie negativ? Also es gibt noch viele andere Dinge, die damit reinspielen. Nur deswegen nochmal der Hinweis, wenn man Swap-Kosten bei verschiedenen Brokern vergleicht. Zurück zur Rendite. Also Rendite allein ist nicht alles. Immer der Vergleich zum Drawdown ist das, was zählt. Und ich bin da ganz bescheiden und sage, jeder ist gut, dessen Prozent Rendite dividiert durch Prozent maximaler Drawdown größer als 1 ist. Also, wenn jemand einen Gewinn erzielt hat mit 10% und hatte auch mal einen Drawdown von 10%, da sage ich, Glückwunsch. Sehr gut. Wenn man hier schon größer 2 hinkriegt, dann sage ich schon gleich, hey, du bist schon richtig gut. Und mal so ganz ungefähr gesagt, wenn man hier in Richtung 3, 4, 5 läuft, wird man garantiert einen Anruf bekommen. Und jetzt schmunzel ich wieder. Also Rendite ist immer im Verhältnis zum Drawdown zu setzen und dann wird auch ein Schuh draus. Was auch einfach im Blick behalten werden muss, ist, dass man einfach diese Ziele nicht zu groß steckt. Ich will, weil ich es jetzt schon vorbereitet habe, will ich die zwei Sachen noch eben zeigen. Es reden so viele Leute von Kontoverdopplungen und. Und das ist alles ziemlich daneben. Deswegen sage ich das hier auch so knallhart. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Wir gehen einfach wieder nur in ein kleines Excel-Sheet, wenn mein Computer es jetzt zulässt. So. Und da machen wir es mal. Monthly Profit, ich mach's mal ein bisschen größer. Monthly Profit 10%. Klingt ja eigentlich, naja, vielleicht doch noch. Nicht, ich hätte vorhin mal auch eine Preisfrage stellen können. Ja, so verhält sich dann, weil ich ja Monthly gesagt habe, dann meine Equity von 10.000 Euro gehe ich auf 11.000 und so weiter. Ich habe es mal abgekürzt. Nach 10 Jahren hätte ich ziemlich genau, ziemlich knapp, 1 Milliarde. Hat das noch irgendetwas mit der Realität zu tun? Antwort: Nein. Ist es also möglich? Antwort: Nein. Zumindest nicht auf Dauer. Natürlich kann man 10% in einem Monat erwirtschaften. Keine Frage. In einem. Vielleicht auch mal in zwei. Aber nicht in meinem Beispiel sind es 120 Monaten in Folge. No way. Wenn das so wäre, ihr bräucht ja hier nur die Zahlen ein bisschen verändern, dann habe ich hier 0, nix die EZB gekauft und den deutschen Staatshaushalt gleich noch mit. Also, wenn ich mit einer solchen Zahl komme und sage, die kann ich dauerhaft jeden Monat mir holen, das geht nicht. Das verbietet der Markt sozusagen selbst, weil das wird nicht funktionieren. Und damit meine ich nicht, ob ich nachher noch meine Order unterkriege, wenn ich dann irgendwann 1.000 Lot kaufe. Nee, das meine ich gar nicht. Das wäre ein Luxusproblem, dem würde ich mich gerne stellen. Es geht mir um die Erwartung. Kann man also sowas machen? Und ich gönne natürlich jedem,
den Schritt von 10.000 auf 1 Milliarde. Aber er ist nicht realistisch. Kleiner Vergleich. Und jetzt gehen wir dann doch und vergleichen uns mit dem Besten. Es gibt ein World Cup für Trading, für Trader. Und das ist ein Wettbewerb, der läuft in den USA. Nehmen auch einige Deutsche teil. Und das ist das aktuelle Standing. Also, das heißt, nach 9 Monaten, 9 Monate sind vorbei. Und es gibt hier genau genommen zwei Wettbewerbe. Einer, die machen nur Future Trading, also da geht es um Rohstoffe, Indizes und dergleichen. Und natürlich kann man da auch Forex traden, aber halt Future-Kontrakte. Und dann gibt es einen reinen Forex, das ist also mehr so das, was wir hier so typischerweise tun, also der normale CFD-Handel. So, und wir sehen hier das Ranking. Also wir haben die ersten 5 von den Futures handeln und wir haben die ersten 5, die Forex traden. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, siehst du doch, guck mal, der da oben, also der hier, 200% in 9 Monaten und der hier, 100% in 9 Monaten. Das wäre ja sozusagen ungefähr, lassen wir mal Zinseszinsrechnung beiseite, bei diesen 10% im Monat. Ja. In diesen 9 Monaten war es möglich. Was hier viel interessanter ist, wie schnell dieses Ranking abfällt. Ihr seht, dass schon der 5. bei 21% ist. Und wir reden hier über die Weltmeisterschaft. Und leider geht die Liste hier nicht weiter. Also ich würde ja gerne sehen bis zum 1.000. Eintrag, aber schon der 5. Und wir reden hier, ich sage es nochmal, über die Weltmeisterschaft. Das ist ungefähr so, als wenn Stefan Frolichowski im 100-Meter-Lauf gegen Usain Bolt angeht. Naja, wer davon gewinnen wird, wenn ich gegen den mal einen 100-Meter-Lauf mache, ist auch klar. Ich bin es bestimmt nicht. Der hängt mich ab wie nix. Also, hier ist das Ranking und der 5. ist bei 21. Das sollte uns alle schon wieder ein bisschen einnorden, was unsere Erwartungswerte angeht. Heißt natürlich nicht, dass man nicht auch mal 100% in einem Monat machen kann. Und wieder das, was ich vorhin sagte, wir kennen natürlich jetzt hier überhaupt nicht die Drawdowns, die hier zwischendurch dann noch eine Rolle spielen. Die sehe ich nicht, habe ich keinen Eingang. Genau. Wird gerade jemand gesagt, wieso wird man einen Anruf, ich muss deswegen lachen, wieso wird man einen Anruf bekommen, wenn man so dermaßen eine Gewinne erzielt? Natürlich wird man einen Anruf bekommen vom Broker. Und bei einem Broker wie JFD, der sich ja darüber freut, wenn der Kunde Gewinne macht, würde er natürlich anrufen und fragen, hey, du bist aber gut. Was könnten wir denn noch hier zusammen machen? So ähnlich. Deswegen sage ich, nein, man kriegt natürlich nicht irgendeinen Anruf von irgendwem, aber vom Broker kann man natürlich schon einen Anruf bekommen. Okay. Dann werde ich noch gerade gefragt, das Excel-Sheet, jetzt sind wir schon so weit. Ich soll mal hier eine 2% draus machen, die ich übrigens durchaus für ziemlich vernünftig halte. Also ohne Zinseszins wären das 24% im Jahr. Das wäre schon ein sehr ordentliches Resultat. Das wäre auch ungefähr da dieser 5. in unserem World Cup Ranking. Und trotzdem, wir sind denn der 5. im World Cup Ranking. Aha. Und das ist auch mal eine schöne Vergleichszahl. Ich betone das deswegen, weil natürlich ist das Internet rauf und runter voll mit irgendwelchen Wettbewerben. Und wo man dann schließlich hat der Gewinner 1.600% und sonst was. Das ist, naja, Selektion. Und wie gesagt, wir kennen den Drawdown nicht. Und wenn man einfach 100 Konten tradet, kriegt man ein Konto auch auf die Zahl. Gibt viele Möglichkeiten. Also, darauf jetzt aber nicht noch weiter. Gut. Wie oft landet der Vorjahresmeister im selben Jahr unter den ersten 5? Guckt einfach, also weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt selten gleiche Namen.
Okay, also sportlich. Da schreibt nochmal jemand wegen der Anruf wäre Datenschutz. Nein, der Broker kann euch anrufen. Der Broker hat ja eure Telefonnummer. Und auch nur der ruft euch an, niemand anders. Also da wird nichts nach draußen gegeben. Also der kann euch natürlich mit euch Kontakt aufnehmen. Ihr seid ja Kunde bei dem. Wenn ihr mit dem dann nicht reden wollt, klar, keine Frage, könnt ihr. Jetzt wird auch gegrinst. Okay. Gut. Excel-Sheets werde ich schon gerade gefragt, sind natürlich wieder verfügbar. Einfach kurze E-Mail an mich. Wie gesagt, ich kann sie nicht einfach pauschal verteilen. Das geht leider nicht. Also kurze E-Mail und ich schicke sie gerne zu. All die, die wir hier heute hatten. So, jetzt bin ich aber wirklich maßlos über der Zeit. 20 Minuten drüber war nicht meine Absicht und ich dachte eigentlich, das wird heute gar nicht so lange. Aber ich behalte mich auf jeden Fall noch so weit, dass der Fußball möglich wird für die, die Fußball interessiert sind. Also heute kommt ja sogar auch was im normalen Fernsehen. Die Zusammenfassung kürze ich einfach mal ein bisschen ab und reduziere mich auf den vorletzten Satz, der da steht. Trading ist kein Gambling. Ist mir sehr wichtig. Wir müssen Trading immer als Business verstehen und auch aus der Perspektive all unserer Aktivitäten angehen und eben nicht als Casino, Lotterie oder sonst was. Ansonsten, ich hoffe auch dieses Webinar mal ganz andere Art, war mal wieder ein bisschen was, ein paar zusätzliche Inputs, Anregungen für euch. Freut mich natürlich, dass so viele wieder hier dabei waren. Das ist immer wieder klasse. Und ja, für nächsten Monat sind schon wieder zwei Webinare von mir dabei. Wieder zwei ganz andere. Ihr werdet sehen. Ich glaube, sind heute oder morgen auch auf der Homepage von JFD wieder zur Registrierung. Ansonsten, ihr kriegt ja auch automatisch die E-Mail. Genau, jetzt lasst mich, bevor ich endgültig Tschüss sage, nochmal kurz hier gucken, ob denn noch einiges hier steht. Ah, ne, das kommt schon. Genau. Gut. Soweit. Helmut, ich schreibe dir dann nochmal was zu auf. Okay, weil dann weißt du auch, dass ich das ziemlich ernst nehme, wenn du darauf gerade auch hinweist. Ich schreibe dir aber erst morgen. Okay, soweit. Euch allen noch einen schönen Abend und macht's gut. Bis dahin. Tschö.